wenn du am Bobbycar vorbeikommst, dann kannst du hier parken. Leute. Ja. Aua! Mann! Habe ich Lippenstift auf deinen Zähnen oder was? Jetzt hör auf! Wir starten das Intro. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es einen Live-Rossmann-Haul. Das letzte Mal waren wir ja beim DM und ja, der Fairness halber gehen wir heute auch zu Rossmann. Hier ist unsere Drehgenehmigung. Wir sind nur 2 Stunden zu spät. Der Max ist schuld und der war nämlich noch im Stau gestanden. Den Live-Rossmann-Haul machen wir heute mal anders, und zwar habt ihr mir ganz, ganz viele Empfehlungen geschrieben über Snapchat und Instagram, und die gehen wir jetzt mal durch. Ich werde nicht alle schaffen, weil mein Handy, das hat nur noch aufgeleuchtet. Ihr hattet so tolle und viele Empfehlungen, sodass ich nicht alle dran nehmen kann, aber wir starten jetzt das Ganze. Und am Ende des Videos habe ich noch eine richtig, richtig große und fette Überraschung für euch. Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken. Ja. Und deshalb würde ich euch empfehlen, bis zum Ende dran zu bleiben, oder? Was meinst du? Max hat sich hier schon so ein Faschings-Accessoire geschnappt. Beziehungsweise das Teil möchte er unbedingt haben. Ja, läuft bei uns. Okay, also wir starten ins Video. Viel Spaß. Studentenfutter braucht der Max. Me and my Beauty Heart schreibt, schaut bei der Ideenwelt-Abteilung, ob es ein Kissen für Max gibt. Liebe Grüße, Luisa. Okay, da gehen wir mal hin. Anstatt dass er heute schläft, ne? Ich habe nämlich das Kissen mal wieder vergessen, isst er. Hier, Studentenfutter. Ich hab Hunger. Hat er sich schon aufgemacht, aber das bezahlen wir ja auch. Eigentlich darf man das nicht, Max. Wenn ich es bezahle. Ja klar bezahlen wir es, aber das darf man doch nicht, dass man es vorher aufmacht. Perfekt, ist er noch. Also gut, zur Ideenwelt geht's jetzt. Also Luisa, hier gibt es leider keine Kissen bei der Ideenwelt, aber der Max hat einen Bademantel gefunden. Mhm. Da könnte er ja auch seinen Kopf drauflegen und sich ausruhen. Ne? Also weiter geht's. Ich habe jetzt was Passendes für den Lissandro und für mich. Wir sind nämlich die Teetrinker bei uns zu Hause. Und zwar schreibt die Maria Tiger, wir sollen den weißen, grünen Tee Granatapfel von der Rossmann Eigenmarke probieren. Der wäre super lecker. Dann gehen wir jetzt mal hin und gucken, wo der ist. Ganz viel Tee gibt es hier. Oh mein Gott, was für eine Riesenauswahl. Richtig cool. Und hier ist der Tee, der uns empfohlen wurde. Den nehmen wir jetzt also mit. So, dann haben wir die nächste Empfehlung von der Lisa, also unterstrich Lisa 169. Sie schreibt, hallo Heidi, ich kaufe mir von Rossmann immer unglaublich gerne Augen-Make-up-Entferner von Isana oder Rival de Loup. Diese entfernen wirklich alles super. Außerdem hat Rossmann eine wirklich tolle Auswahl an Masken. Ich liebe Masken, da gehen wir dann auch direkt mal hin. Ich würde dir außerdem raten, mal in den Snack-Essbereich zu schauen. Rossmann hat wirklich unglaublich leckere Naschereien. Viel Spaß beim Shoppen. Vielen Dank, liebe Lisa. Der Max, der shoppt hier auch schon fleißig Essen. Und wir gehen jetzt mal zu dem Make-up-Entferner. Und ich habe es auch schon gefunden. Wir haben hier einmal für wasserfestes Make-up und einmal für wasserlösliches Make-up. Und ich würde sagen, ich nehme mal das für wasserfestes Make-up. Und ich bin total gespannt, für 1,45 Euro. Ja, teste ich das natürlich sehr, sehr gerne. Ist so ein Zwei-Phasen-Produkt und ich bin sehr gespannt, wie das so ist. Hier gibt es im Übrigen auch die Produkte von Zoella. Die gab es im DM, als wir das letzte Mal dort waren. Leider nicht. Ja, und deshalb finde ich es jetzt total schön, dass die hier sind. Die sind ja vom Packaging total edel, ne? Ja, da kann ich mich ja später auch nochmal umgucken. Also Augen-Make-up-Entferner haben wir. Was mir aufgefallen ist, dass hier eine richtig lange Theke ist. Also es ist super toll sortiert, alles total übersichtlich und irgendwie nichts gequetscht in die Regale. Und an der Theke werde ich dann später auch nochmal vorbeischauen. Und zwar genauer, wenn es meine Jungs erlauben. Also gut, jetzt gehen wir aber erstmal zu den Masken. Die Masken sind hier, ne? Max hat die Masken gefunden. Sind zwar die falschen, ne? Gibt es aber auch in verschiedenen Farben, das ist ganz nett hier. Ich brauche Beauty-Masken, nicht Faschingsmasken. Beauty-Maske. Nee. Und da sind sie, die Masken von Isana. Eine ganze Menge hier an Auswahl. Da ist dann Shavens. Und hier geht es dann noch weiter mit März. Hier haben wir L'Oreal. Das teste ich ja auch im Moment, das Produkt. Habe ich euch erzählt. Hier ist meine liebste Maske von Garnier. Ich würde sagen, da nehme ich mir mal eine mit. Und auch noch eine für euch. Ihr wisst Bescheid, fürs Gewinnerpaket. Vorhin der Wink mit dem Zaunfall, ne? Aber es hieß ja, dass ich diese Masken jetzt mal testen soll. Und da würde ich sagen, suche ich mir jetzt mal eine schöne aus. Also ich habe mir jetzt die beiden hier ausgesucht. Die sprechen mich an. Was ist jetzt? Achso, okay, danke Max. Der Wink mit dem Zaunfall. Vielen Dank, Max.
Ach Gott, und schau doch mal bitte, wie schön die aussehen. Ah, was ist das bitte für ein schönes Packaging? Die habe ich ja noch nie gesehen. Also, davon brauche ich auf jeden Fall auch noch eine. Wir gucken mal, welche ich nehme. Ach, ich nehme die mit Kokosnusswasser. Ja, kenne ich gar nicht. Und ich nehme noch eine für euch mit. Das ist doch klar. Dann wollte ich mal das Produkt hier ausprobieren. Davon habe ich in irgendeinem Blog gelesen. Und deshalb möchte ich das jetzt mal ausprobieren. Und werde euch dann auch hier berichten. Der Max hängt mal wieder beim Parfum ab. Der will gut riechen. Also gut, hier die nächste Empfehlung. Voll der Blue. Er will lieber stinken. Okay. Pluharanya. Sie sagt, ich soll mir von Frosch den Hygienereiniger Lavendel mal anschauen. Also gut, dann gehen wir mal in die Hygieneabteilung bzw. in die Haushalts- und Reinigungsabteilung. Genau. Ich finde, es ist so ordentlich hier. Also da könnte sich unser DM mal eine Scheibe von abschneiden, wenn ich das mal so sagen darf. Jedenfalls ist das das Produkt, was ich probieren soll, was ich testen soll. Okay, dann mache ich das sehr gerne. Schaut mal, die Blogger-Kinder. Die sind gerade auf Snapchat unterwegs. Ich habe jedenfalls noch eine Palette für euch gefunden. So sieht die aus. Die wandert noch ins Gewinnerpaketchen. Das sind die Farben. Ich finde sie richtig schön. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch. Mir wurde gerade ein Bild geschickt und zwar von den Abschminktüchern von Neutrogena. Ihr wisst, wie sehr ich die liebe und bei uns im DM gibt es die nicht. Die gibt es scheinbar hier bei Rossmann und deshalb gehen wir da jetzt mal direkt hin. Ich liebe die nämlich voll. Und der Max hat auch wieder was gefunden. Na, genau. Also gut, Max, jetzt helf mir mal. Wir müssen das hier suchen. Schau mal. Hydra Boost von Neutrogena. Wo bist du denn? Achso, ja. Da ist er. Der will schon zur Kasse. Und da sind sie. Da freue ich mich. Voll gutes Angebot hier, schaut mal, von BB. Da gibt es noch so eine Feuchtigkeitspflege dazu. Aber ich entscheide mich dafür. Weiter geht's. Und der Tipp kam von der MA von Heike. Danke, Heike. Du weißt Bescheid, ne? Dass ich die liebe. Jetzt habe ich sie wieder. Yay. Der Max hält gerade das erste Mal die Kamera. Mach's nicht, Max. Sehr gut. Mal meine Jacke ausziehen, weil es mir total warm ist hier drinnen. Gott, das ist so riesig, da verläuft man sich, wenn ich das mit unserem DM bei uns im Ort vergleiche. Ne? Da bist du in 2 Minuten durch. Und hier brauchst du voll lang, weil es hier so viel gibt. Was ich halt richtig cool finde bei Rossmann ist, dass sie immer so Angebote haben. Ne? Hier jetzt zum Beispiel mit den 20%. Das hat man halt leider beim DM nicht. Und das finde ich halt richtig cool, dass man da Geld sparen kann. Also wie gesagt, die dekorative Theke hier, also die ist echt riesig und richtig schön sortiert. Und wisst ihr was, wenn ich eh schon hier stehe, nehme ich mir jetzt tatsächlich auch mal diese Catrice Foundation mit. Die habt ihr mir nämlich nach meinem DM-Haul auch empfohlen. Da war ich mir nämlich so ein bisschen unsicher und ganz viele haben mir geschrieben, dass die wirklich ganz toll sein soll. Und ich würde sagen, ich suche jetzt mal meine richtige Nuance raus. So, ich habe die jetzt mal geswatcht. Die untere ist die 030 und die obere die 040. Ich hoffe, dass ich damit klarkomme. Ich habe mich jetzt für die 030 entschieden. Ja, und hier drüben sind die Deos. Der Luki hat sich das hier noch gewünscht von Playboy. Das nehme ich mir jetzt auch noch mit, wenn ich eh schon da bin. Dann habe ich auch was für meinen Luki. Dann wollte ich unbedingt mal so einen Löscher testen von Maybelline. Allerdings sind jetzt hier keine Tester und ich kann mich nicht entscheiden, welche Farbe ich da nehme. Und zwar haben wir einmal die 03, das hier Fair und 01 Light. Und ja, das finde ich jetzt so ein bisschen schade, dass ich das jetzt eben, wie gesagt, nicht testen kann. Aber ich denke, ich werde mich jetzt hier mal für Light entscheiden und werde euch da auch drüber berichten, wie ich das so finde, weil das ja total das gehypte Produkt ist, ne? Das Banana Powder, Luxury Powder. Genau, ich nehme 2 Stück mit. Eins ist dann eben auch für euch. Das sind Eichhörnchen. Schaut mal. Mir ist es so riesig hier, Leute. Es ist unglaublich. Hier sind Schreibwaren, Haushaltsartikel, Lebensmittel, Biokost, Haushaltsartikel. Es ist so riesig. Medien gibt's und Zeitschriften. Deko ohne Ende. Das ist Wahnsinn hier. Der Max isst. Anstatt zu schlafen, isst er heute mal. Der Max ruht sich da hinten wieder eine Runde aus. Okay, wir haben die nächste Produktempfehlung und zwar von der Ida Sundin. Liebe Grüße an dich. Sie empfiehlt mir dieses Produkt hier von Rivalde Loop. Das soll die Wimpern stärken und verlängern. Und zwar ist es ein Lash Booster Serum. Ich bin sehr gespannt. Ich nehme 2 Stück mit, denn eins ist auch für euch. Okay, und weiter geht's. Also gut, wenn wir hier schon mal stehen, haben wir die nächste Empfehlung von Rivalde Loop. Und zwar ist es die 3-in-1 Multi-Effekt Mascara. Ich habe sie jetzt mal hier.
auch in zweifacher Ausführung natürlich. Einmal für mich und einmal für Max. Richtig. Scherz. Natürlich einmal für euch und einmal für mich. Okay, weiter geht's. Willst du dich heute nicht schminken, Max? Nee, heute nicht. Heute mal nicht. Na gut. Und jetzt sind wir nochmal bei Make-up Revolution. Und ich habe eine Palette, die ich über alles liebe. Und ich habe mir überlegt, dass ich euch die auch mitnehme. Das ist der Tester. So sieht die aus. Und die unterste Farbe, also die hier, die ganz rechte, die hier, die verwende ich immer für meinen unteren Wimpernkranz. Und ich liebe diese Palette. Es war eine meiner ersten und die liebe ich immer noch. Und die nehme ich jetzt noch für euch mit. Ich glaube, du bist auch gleich satt, oder? Mit dem Studentenfutter hier? Mhm. Brauchst du nichts mehr zum Mittag zu essen. Also gut, Paradiesvogel empfiehlt mir einen Hydra-Booster. Mit einem Pumpspender von Isana. Okay, dann gucken wir jetzt mal. Na, leider hatten wir das Produkt hinter uns. Da ist es. Sind einfach mal dran vorbeigelaufen. Und zwar Hydro Booster, nicht Hydra Booster. Mit Hyaluron. Das, ich glaube, ich nehme zwei mit. Auch noch eins für euch. Hyaluron kann ich schon. Ne, Max? Mhm. Max spielt mit seinem Schwert. Ich glaube, das Schwert muss ich ja echt mitnehmen, oder? Mhm. Jetzt hör auf. Okay, jetzt habe ich die liebe Kati. Die schickt uns liebe Grüße an den Lissandro und an den Max. Jetzt hör auf mit dem Schwert. Und zwar empfiehlt sie mir ein Produkt mit Aloe Vera Gel von Ensporn für die Beinrasur. Vielleicht auch was für dich, Max. Mhm, ja. Wenn du ins Schwimmbad gehst. Ja, hast du recht. Von Ensporn. Das ist die Marke, aber die habe ich noch nie gehört. Komm, wir gucken mal. Was hast du jetzt schon wieder? Willst du wieder Belu? Für dich? Ja, aber diesmal Fisibris. Der Max verarscht mich die ganze Zeit, ne, wenn er so Mädchenartikel kauft, weil er mich dann Bibi auf die Schippe nimmt, ja. Weil Bibi ich ja keine Mädchen bekommen habe. Ja, die Bibi liebt mich, ich weiß. Nicht. Ah, da geht sogar der Mund auf, ich fasse es nicht. Ein Spielkind. Also, ich habe es gefunden, das Produkt von Ensporn. Werde ich auf jeden Fall testen. Gib mir mal deinen Finger. Aua! Mann! So, jetzt habe ich noch eine Empfehlung von der Urisiana und zwar empfiehlt sie mir die Dekolleté-Creme. Die habe ich jetzt geholt und ich nehme das Ganze auch wieder zweimal, weil dann eine an euch geht. Max, ich habe jetzt noch was für dich und zwar über Snapchat von der LFuchs42. Kannst du, Max, wissen von mir bitte? Ich grüße den Max von dir. Max, Dankeschön. Liebe Grüße. So, und wir sind jetzt gerade hier in der Kinder- und Babyabteilung und hier schreibt gerade die Emma Ämmchen 1.0. Der Max soll mal die Babyriegel probieren. Also nein, ich nicht. Wir. Ja, du. Ich? Nee, wir. Hast du so schon die Babyriegel gefunden? Ja, aber ich weiß nicht welchen. Ja, dann such dir einen aus. Welchen willst denn du? Ich möchte gar keinen. Ich mag so Riegel nicht. Das weißt du ganz genau. Ich weiß, deswegen isst du die nicht. Nee, ich esse die nicht. Möchtest du einen Früchteriegel oder einen Getränk? Nee, ich hätte jetzt lieber gerne Pizza. Margherita, danke. Nimmst du den? Ja, also den gut, auch. Der Max nimmt. Einen für dich, einen für mich. Das ist pink. Na gut. Und zwei verlos noch. Oh, wie lieb von dir, Max. Max, mit wem schreibst du? Ja. Mit niemandem? Schau mal, was ich noch gefunden habe. Und zwar so Teile hier für die Lippen. In 20 Minuten soll man wunderschöne Lippen haben. Nehme ich auf jeden Fall mal mit. Und natürlich auch in mehrfacher Ausführung, weil das auch noch ins Gewinnerpaketchen geht. Und dann habe ich von Garnier auch noch diese Maske hier entdeckt. Die hat mich irgendwie total angesprochen. Schwarze Tuchmaske. Auch wieder in doppelter Ausführung. Eine für euch und eine für mich. Ja. Ne, Max? Genau. So machen wir das. Und jetzt geht's aber wirklich zur Kasse. 3, 2, 1. Wieso ärgerst du deinen Bruder immer so, Max? Nicht schön. Was hat das mit dem Schwert zu tun? Bitte? Der Max spielt bald mit in einem Film Fluch der Karibik. Und da bin ich wieder. Immer noch bei Rossmann. Ich hatte nicht genug Geld dabei. An der Kasse gerade saupeinlich, bin ich schnell nochmal ins Auto gerannt. Und jetzt funktioniert unser Gutschein nicht. Das wird jetzt gerade alles abgeklärt. Ich habe mir überlegt, dass ich ja einen Teil von meinem Einkauf verlosen werde. Ich habe ja einen kleinen Gutschein bekommen und ich möchte es aber gerne mit euch teilen. Und deshalb ja, habe ich auch einiges für euch eingepackt. Da ist der Max noch. Der hat sich noch irgendwas gekauft. Was hast du denn noch gekauft? Kaugummis. Ach, Kaugummis, okay. Ja, jedenfalls wird es gerade geklärt mit dem Gutschein und dann würde ich sagen, sehen wir uns ganz kurz im Auto nochmal. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Nee, scheinbar noch nicht.
Dame telefoniert immer noch. Okay, also gut. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr euch über das Gewinnerpaket freut. Das kann ich euch ja jetzt mal einblenden, was ihr gewinnen könnt. Alle Teilnahmebedingungen dazu schreibe ich euch unten in die Infobox. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch, dass ich das mit euch teile. Und jetzt hoffe ich, dass wir gleich vorankommen. Aber ich denke schon, sieht gut aus. Okay, das mit dem Gutschein hat jetzt leider nicht funktioniert. Wir müssen jetzt 20 Minuten warten. In der Zeit gehen wir mal rüber zu Rewe. Jawohl. Ich habe zwar den Hunger des Grauens, aber es wird schon gut gehen gleich, denke ich. Was ich richtig cool an dieser Filiale finde, ist, dass hier sogar Kinderparkplätze, also Mutter-Kind-Parkplätze direkt. Also Mutter-Kind-Parkplätze direkt vor der Tür sind. Ich habe da natürlich nicht geparkt, ganz klar. Ich habe ja schon große Kinder, wie man sehen kann. Die können sogar schon selbst Auto fahren. Unglaublich. Also außer der Alessandro. Der kann Bobbycar fahren. Auf jeden Fall finde ich das richtig cool. Und die Filiale fand ich jetzt auch richtig super. Also ich glaube, das habe ich jetzt oft genug gesagt. Muss ich aber nicht sagen, ne? Für den Gutschein. Muss ich nicht sagen. Nur zur Info. Jetzt sind wir hier bei Rewe. Auf geht's. So, meine Lieben, das hat jetzt richtig lang gedauert. Der Gutschein wollte nicht so, wie wir wollten, leider. Wir haben jetzt recht lang angestanden, aber alle haben sich ganz doll viel Mühe gegeben. Ich verlos ja einen Teil meines Einkaufes. Ich hoffe, ihr freut euch. Sorry, ich muss lachen, weil der Max mich die ganze Zeit veräppelt. Jedenfalls war das meine Idee, dass ich einfach einen Teil des Gutscheins so einsetze, dass ich euch auch was zukommen lasse. Und dazu könnt ihr unten in die Infobox schauen, falls ihr eben gewinnen möchtet. Ihr könnt mir ja mal schreiben, wie ihr die Idee findet, einfach auch mal Empfehlungen nur zu kaufen und kein sinnloses Zeug zu kaufen, bei den Live-Halls irgendwelche Schritte zu gehen und so weiter. Ich persönlich habe kein Goldesel zu Hause und ich bekomme das ja auch nicht gesponsert, beziehungsweise bekomme da Geld dafür. Ich habe einen kleinen Gutschein bekommen und wie gesagt, den habe ich jetzt sehr, sehr gerne mit euch geteilt. Schreibt mir das unten in die Kommentare, wie ihr diese Idee findet und ansonsten würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt. Meine Jungs haben richtig viel Spaß gehabt bei Rossmann während des Live-Halls. Der Max braucht unbedingt das nächste Mal ein Kissen. Jetzt verabschieden wir uns von euch und wünschen euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!